Synmix 300i Digital ist unser digitales Inverter-Schweißgerät zum MicMac-Schweißen. Ihr seht auf einen Blick, wir haben einen großen Bildschirm, auf dem ich alle Parameter sehen kann. Das Gerät ist sehr einfach einzustellen. Drei Schritte und man schweißt. Der erste Schritt ist einzustellen, was ich machen möchte. Das mache ich unter Programm. Hier sehe ich auf einen Blick, ich kann Stahl schweißen unter Mischgas. Dann sehe ich meinen Drahtdurchmesser 0,8, 1,0, 1,2 unter CO2, Edelstahl, Aluminium oder manuell schweißen. Wir wollen jetzt Stahl mit 8218 schweißen, 1,0. Das bestätige ich. Und dann kommt der nächste Schritt. Der zweite Schritt ist einzustellen, ob ich jetzt Zweitakt, Viertakt, Punkten oder Intervall schweißen möchte. Wir wollen jetzt Zweitakt schweißen. Denn der dritte Schritt und letzte Schritt ist einzustellen, welche Blechstärke ich schweißen möchte. Wir wollen jetzt 2 mm schweißen. Und schon sehe ich meine Parameter, unter denen ich schweißen kann. 154 Ampere, 20,7 Volt und 5,6 Meter pro Minute. Das sind meine Schweißparameter. Die kann ich natürlich verstellen, je nachdem, welche Aufgabe ich habe. Also anpassen. Ganz einfach, drei Schritte und schweißen. Und jetzt können wir beginnen. Den Draht, ein SG2-Draht in 1,0, eine 5-Kilo-Rolle, habe ich schon mal eingelegt. Gut, jetzt schweißen wir. Zusammenfassend möchte ich sagen, durch unser einfaches Bedienkonzept, drei Schritte und man schweißt, ist man sehr schnell am Ergebnis. Durch das große Display sehe ich alle Parameter auf einen Blick und kann sie bei Bedarf verändern. Die Anlage gibt es mit 250 Ampere, mit 300 Ampere und mit 400 Ampere. Zusammenfassend kann man sagen, Schweißen war noch nie so einfach.